Schließen wir uns zusammen und durchsuchen wir diesen Ort gemeinsam, Nadine. Nun gut, dann werdet ihr eben hier. Dann wartet eben hier. Ich werde mich tiefer in die Zitadelle vorwagen und später zurückkehren. Ich habe nicht das geringste Interesse daran, mich hier noch tiefer vorzusagen. Ich habe euch gerettet und damit soll es gut sein. Ich werde gehen und zwar jetzt. Nein. Durchsuchen wir den Ort gemeinsam. Ihr würdet mir erlauben, mich euch anzuschließen. Gut, das ist gut. Gehen wir weiter. Wir müssen Quell finden. Wer weiß, was sie ihm angetan haben. Ich denke, ihr solltet wissen, Airy, dass ich mir es zum Ziel gemacht habe, eine gute Freundin zu befreien. Imoren ist ihr Name und sie wurde von den verrückten Magiern gefangen genommen. Es könnte gefährlich werden. Ihr solltet vielleicht besser wissen, dass ich einem extrem mächtigen Magier namens Irenikus zur Strecke bringen will. Es wird zweifellos sehr gefährlich werden. Ja gut, sie hilft uns jetzt erstmal nur hier den Zirkus zu retten. Also sagen wir mal, gut, los geht's. So, wir haben Airy. Mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. Und Airy ist besser als Fernkämpferin, also kriegt sie die Munition, die Yahira hat. Wir könnten ihr auch eine bessere diesen Lederwams geben. Hat irgendjemand gerade Schutzarmschienen an? Nö. Aber sie kann den Schutzring plus 1 mal haben. So. Kann ich hier noch was geben? Ein paar Heiltränke. Sicher ist sicher. So, Airy ist ein, wie man sehen kann, ein Elf. Rechtschaffen gut, weiblich. Ist Kleriker und Magier. Jeweils Stufe 7. Jo. Wie man sehen kann, Magier steigt sie bald auf. Braucht sie nur noch 9500, dass sie aufsteigt. Ja, deswegen hat sie auch Magier- und Klerikerzauber. Wie Schutz vor dem Bösen. Und so weiter. Wir lassen jetzt mal ihre Zauber erstmal so, wie sie sind. Weil hier drin rasten ist eh nicht so schlau. Ja? Und hier unten können wir die Zauber durchwechseln. Also jetzt haben wir gerade Klerikerzauber. Hier hinten fangen schon die Magierzauber an. Wir können aber auch einfach hinter zu den Magierzaubern springen. Vita. Sie benutzt jetzt erstmal ein bisschen Heilmagie, damit die Gruppe ein bisschen aufgepusht ist. Dann begeben wir uns weiter nach vorne. So, was hast du uns denn zu sagen? Ich bin hier, um zu dienen. Willkommen, meine Fürstin in Kallas Königreich. Seid reinen Herzens oder Kalla wird euch vernichten, ja. Seid reinen Herzens oder ihr werdet euch selbst vernichten. Kalla ist der einzige Herrscher, das einzig wahre Wesen. Wer genau ist dieser Kalla und wo liegt dieses Königreich, das ich aufrufen soll? Vielen Dank für euren Willkommensgruß. Ich werde Pais genau darauf achten. Ich bin gekommen, um den Zirkus zu sehen. Ich habe keine halb angezogene Lustsklave, die kryptische Warnungen ausstößt. Ja, wo ist dieser Kalla? Kalla ist jenseits eures Horizonts Sterblicher. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist unser Gott und unser König. Zittert vor ihm und er wird sich eurer möglicherweise erbarmen. Ich bin für mich selbst verantwortlich und nicht Kallas Eigentum. Ja, das ist dieselbe Aussage. Interessant, ich danke euch für diesen Rat. Ich bin nicht Kallas Eigentum. Verbeugt euch vor jenen, die über euch stehen, Sterblicher. Kallas Zorn ist fürchterlich. Wagt es nicht, sich ihm in den Weg zu stellen. Wo kann ich finden? Sorgt euch nicht, meine Fürstin, denn Kalla hat euch bereits gefunden. Setzt euren Weg fort und solltet ihr Gnade von Kallas Augen finden, wird euch mit Sicherheit eine Audienz gewährt. Fragt nur, wenn ja. Ihr es wollt. Gut, bevor wir weitergehen, ich bin bereit. Werde ich mal ein bisschen hochbuffen. Ich helfe, wo immer ich kann. Was kannst du noch bieten? Gesang, Heiligtum, Stille,
Heiliges Zerschmettern. So, dann machen wir noch einen heiligen Hammer, mit dem wir dann die Gegner hier gleich verletzen können, nämlich. Oh, hi. So, das waren alles Illusionen. So, da ist noch ein Werwolf. So. Dann heilen wir mal Minz. Etwas hoch. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. In den Pflanzkübeln scheint was zu sein. Tut dir weh, wenn es sein muss. Oh, was ich gerade noch gucken sollte. Ja, Schwierigkeitsgrad ist richtig eingestellt. Ich habe nämlich, glaube ich, bei dem Level-Up von Yahira damals vergessen gehabt, den Schwierigkeitsgrad wieder hochzustellen. Was allerdings nicht so schlimm war, weil wir ja danach keine Kämpfe mehr hatten. Das ist mir dann aufgefallen, als ich weiter an den Einstellungen rumexperimentiert habe. Spinnennetz und noch mehr Zauber. Aber wir sind hier ganz voll. Okay. Das heißt, der Raum hier ist gereinigt. Gut. Keine große Herausforderung. Herzlichen Glückwunsch, Talisa. Kala amüsiert sich sehr über euren Fortschritt. Solange ihr weiterhin für solch gute Unterhaltung sorgt, könnt ihr noch am Leben bleiben. Kann es weitergehen? Weiter wohin? Ich werde euch zunächst noch ein kleines Spielchen bringen. Seid ihr bereit? Ja, das bin ich. Ihr beweist wirklich Mut, also geht. So. Ich warte. Waffen wir wieder hoch. Wurde aber auch Zeit. Was kann sie noch? Sie könnte Flammen klingen. Fragt nur, nun gut. Aber ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor brauchen ihr wir nicht. So, wir wollen einfach nur weiter ins nächste Gebiet. Oh, hi. Da sind zwei Schatten und ein Werwolf und ein komisch aussehender Ogre Markus namens Kala. Ja, das ist wohl der Oberbösewicht. Und Quail ist ein Schleim. Ah, mein Tier, du hast sie netterweise hierher geführt. Was, ich bin nicht? Was seid ihr nicht? Nicht mein Tier. Oh, aber das seid ihr. Ihr alle, seht ihr das nicht? Was habt ihr meinem Onkel Quail angetan? Kleine Arie, seid ihr das? Ich habe keine Augen, keine Augen. Und ja, Quail hat ein Porträt, weil Quail hätten wir im ersten Teil vor Baldur's Tor als Gruppenmitglied aufnehmen können. Damals war er nur ein bisschen verrückter, als er hier ist. Und hier ist er halt kein Gruppenmitglied, sondern wir kriegen ein Gruppenmitglied durch ihn. Seid vorsichtig, Talisa. Einige dieser Untiere sind real und einige von ihnen nur Illusion. Man hat keine Chance, sie zu unterscheiden, bevor sie einen mit einem Schlag treffen. Das ist ein normaler Zirkus mit einer großen Arena. Nicht wahr, meine Tiere? Nun macht schon und zerfleischt euch gegenseitig. Ja. Gut, erstmal gehen wir auf den Schatten los. Mhm. Ich auf den Werwolf. Sprecht frei heraus.
Yahira, du zauberst Insektenschaum auf Kala. Wirkungslos. Ich habe getroffen. Warte. Au! Ich habe getroffen. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Schon unterwegs. Ja, Hira, du kannst ruhig mithelfen. So. Du kriegst da hinten mal ein paar magische Geschosse ab. So, was kriegst du noch ab? Ein Feuerpfeil. Das war ein Säurepfeil, okay. Und damit war's das auch schon. Nein! So war das nicht gedacht. So wurde es mir nicht versprochen. Ja, jetzt redet er nicht mehr so groß. Jetzt klingt er wie ein kleiner Mensch. Ich habe dich so lange geplant. Zu lange, als dass meine Pläne nun von ein paar inzüchtigen Abenteurern aus dem Norden zerstört werden dürften. Ich möchte respektiert werden. Da hättest du dir deinen Respekt anders besorgen sollen. Ihr habt mich getötet. Habt mit eurer falschen Moral und eurer schrecklichen Gier nach Abenteurern Kala vernichtet. Was ist hier passiert, Gnome? Ihr habt den Zirkus durch euren persönlichen Spielplatz ersetzt? Ihr verdient den Tod, Gnome. Wie viele mussten leiden, damit ihr eure Illusion von Größe aufrechterhalten könnt? Ihr habt genug geredet, Gnome. In Kürze seid ihr tot. Was ist mit dem Turm geschehen? Es war eine Illusion, nichts davon war real. Nehmen wir mal das Erste. Na, ihr wisst nichts. Ich bin Kala, ein Illusionist. Man hat mich zur Belustigung der großen Leute zu einer Mischung aus Clown und Magier gemacht. Aber ich habe den richtigen Augenblick abgewartet und man hat mir eine Welt versprochen, die ich regieren kann. In Am ist ein Magier ein Krimineller und ein Gnome ein Schauspiel. In diesem Zelt in meiner Welt war Kala der Meister und keiner traute sich zu lachen. Was ist mit den Zirkusmitarbeitern, Kala? Was habt ihr mit all denen angestellt, die in diesem Zelt verschwunden sind? Ihr habt genug geredet, Gnome. In Kürze seid ihr tot. Und euch ist nichts geblieben. Ihr habt eure Zukunft auf dem Nichts aufgebaut. Was habt ihr mit den Leuten angestellt? Gleichgültigkeit hat die Narren vom Zirkus umgebracht. Ich behandelte sie im Tod, so wie sie mich zu Lebzeiten behandelt haben. Ein Gnome wird nicht respektiert, ich wollte nur, dass die Leute zu mir aufschauen. Alles, was ich getan habe... Was für ein bedauernswerter kleiner Mann. Jeder hat ihn ausgelacht, aber sie hatten es nicht verdient zu sterben. Trotz allem, was er getan hat, kann ich ihn einfach nicht hassen. Ja, Harry ist wirklich eine gutmütige Person. Der Gnome ist tot. Wie er dazu fähig war, diese unglaubliche, mächtige Illusion zu erschaffen, wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, scheint mir. Ja, da oben ist Quail. Onkel Quail, seid ihr in Ordnung? Ha, ich wusste, dass Kala sich irgendwann mal in seinen eigenen Fallstricken verfangen würde. Ich bin wohl froh, dass er mich so sehr verachtet hat, dass er mit mir gespielt hat, statt mich wie einige der anderen gleich zu töten. Was würde ich nur ohne euch anfangen? Ich denke, ihr werdet das herausfinden müssen, mein Liebling. Ich habe euch alles gelehrt, was ich konnte. Harry, die Zeit ist gekommen, dass ihr den Rest aus eigener Kraft lernt. Ihr seid der weiseste und klügste und barmherzigste Mann, den ich je gekannt habe. Jetzt läuft gleich der Schmalz aus meinem Bildschirm raus. Das war ich nicht immer, mein Liebling. Ihr habt das geändert. Ja, wir haben Quail damals vorbei das Tor getroffen. Da war er ein richtig chaotischer Verrückter. Aber ich kann euch nicht hier halten. Tanisa, ihr könnt besser für sie sorgen als ich. Vielleicht erlaubt ihr ja, mit euch zu reisen. Quail, ich werde euch vermissen. Dann werdet ihr mich wohl hoffentlich ab und zu besuchen und mir erzählen, was ihr alles gelernt habt. Geht mit meinem Segen, Mädchen. Also gut, aber passt mir auf den Zirkus auf, während ich weg bin. Oh, macht euch doch keine Sorgen um mich. Wenn ihr das Glück findet, lindert das vielleicht den Schmerz, den ihr noch immer über den Verlust eurer Flügel empfindet. Nichts würde mich mehr freuen. Lasst es euch gut gehen, meine kleine Harry. So, Harry ist jetzt festes Gruppenmitglied. Das heißt, wir sind wieder zu fünft. Auch wenn ich selber gerade, also Talisa gerade nicht gesund aussieht. So.
Der Typ hat jede Menge Zeug dabei gehabt, auch einen Haufen Geld. So. Das heißt, das Zeug geht jetzt alles mal an Harry. Was wir hier so an Schriftrollen und so haben. Unter Gürteln und so weiter. Der Flegel geht an Minsk. Der Edelstein geht an Yoshimo. Schleuderkugeln gehen an Harry. So. Das Amulett des Bitterzauber-Einflusses, was einen zusätzlichen Zauber des zweiten Grades erlaubt, geht an sie.